Union Berlin empfängt den FC St. Pauli. Warum zeigen wir Ihnen das Ganze vom Anstoß an? Deswegen. Der Ballverlust und dann geht's ganz schnell. Finn Bartels geht in den Strafraum und dann John Verhoek, das dritte Saisontor. 1:0 für den FC St. Pauli und das nach geschlagenen 27 Sekunden. Wir sind in der 6. Spielminute. Wieder zieht St. Pauli das Spiel auseinander. Finn Bartels, eben noch der Vorbereiter, jetzt der Vollstrecker. Das 2:0 aus Sicht der Gäste. Aber wie? Technik vom Feinsten. Was für ein Start für die Hamburger. Eine halbe Stunde gespielt. Wieder Benjamin Köhler, die Flanke. Und dann in der Mitte Adam Nemetz. Wieder Schauner, glänzend. Skeptischer Blick bei St. Pauli-Coach Michael Fronzek. Die Eisernen inzwischen klar spielbestimmt. Und dann gab es Elfmeter, das Foul von Thorand an Brandy. Der Kapitän macht selbst. Thorsten Matuschka, zweites Saisontor, 1:2. Jetzt aus Berliner Sicht. Und das hatten sie sich auch verdient angesichts der starken Phase zuvor. 5 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Und dann gab es die Doppelchance. Kreilach wurstelt sich dadurch. Wieder Schauner. Und dann Nemetz. Auch er kommt nicht am Torwart des FC St. Pauli vorbei. Die Berliner wollten jetzt das 2:2. Und das noch vor der Pause. Allein an ihm ist dieses Projekt bisher gescheitert. St. Paulis starker Keeper Philipp Schauner. Rein in den zweiten Durchgang mit, na wem wohl, den Berlinern, die hier nach wie vor das Heft in der Hand hatten. Da ist Köhler, jetzt aber der Ausgleich. Nein, was macht der Schauner denn da? Der hält ja alles. Das war ein Elfmeter. Unglaublich, was der da hinten rausfischt, der Torwart der Hamburger. Die Frage natürlich, wie lange geht das noch gut? Weiter die Hausherrin, eine Ecke von Matuschka und dann Adam Nemetz, wieder Schauner dran. Aber den hält selbst der Held im Hamburger Kasten nicht. Hochverdient dieses 2:2 aus Berliner Sicht. St. Pauli hatte sich nach der Führung selbst aus dem Spiel genommen. Nur folgerichtig dieser Ausgleich nach einer Stunde. Dann wieder die Berliner, die setzen nach, die wollten mehr. Brandy an den Außenpfosten. Fast das 3:2. Berlins Trainer Uwe Neuhaus haderte inzwischen mit diesem Ergebnis. Dennoch, er hatte seine Mannschaft glänzend eingestellt. Jetzt aber mal wieder St. Pauli mit Entlastung. Lennarty, das war eine ganz gute Möglichkeit für die Hamburger. 12 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. 2 Minuten später dann aber wieder die Berliner. Thorsten Matuschka, der wird lang und länger. Und Philipp Schauner muss sich da ganz schön strecken. Thorsten Matuschka erzielte in 6 Duellen gegen St. Pauli 4 Treffer. 3 dieser Tore gelangen ihm in der vergangenen Spielzeit. 4 Minuten noch regulär zu spielen. Kohlmann, Köhler, Kohlmann. Und dann der eingewechselte Simon Terodde. Die Köpenicker weiter mit viel mehr Zug zum Tor. Und Terodde bringt das Stadion an der Alten Försterei zum Beben. 3:2 für die Berliner. St. Pauli hatte nach der Führung einfach zu wenig für das Spiel getan. Und jetzt konnte auch er wieder lachen. Uwe Neuhaus. Union Berlin schlägt St. Pauli mit 3:2 und springt auf den 2. Tabellenplatz. St. Pauli mit der Chance auf Wiedergutmachung gegen den FSV Frankfurt am 14. September. So viele einfache Spiele sind ja nicht so unser Ding. Hat man so den Eindruck, an welches Spiel hat dich dieses heute erinnert? Jetzt sind wir gespannt. Ich weiß nicht, ich habe gerade zu Kohle schon gesagt, welche Halbzeit schlechter war. In St. Pauli damals, wo wir 3:0 zur Halbzeit zurücklagen und wo ich dann ausgewechselt wurde oder dieses heute. Also für mich persönlich war es, glaube ich, mit die schlechteste Halbzeit in meinem Leben oder auch die längste. Und war grausam. Und zweite Halbzeit umso besser und auch in der ersten Halbzeit gab es eigentlich schon mehr als genug Chancen. Ich sag mal, zum Glück den Anschluss schon gemacht, erste Halbzeit und dann zweite Halbzeit eigentlich klar auf Tore gespielt. Ne? Ja, gut, abgesehen jetzt mal von mir oder war das, glaube ich, schon eine richtig gute Leistung, wie wir geackert haben und dann auch unendlich viele Chancen rausgearbeitet haben. Chauner hält ja auch viele richtig gut und war schon ein starkes Spiel. Worauf ich hinaus wollte, war dritte Liga. Wir gegen Paderborn im Jahn-Sportpark, 0:2 hinten, am Ende noch mit einem Mann weniger dann sogar gewonnen.
Das sind schon große Spiele, oder? Die bleiben eine Weile. Ja, wenn man nicht der Leidtragende ist, so persönlich, dann macht das auch viel Spaß. Aber heute, ich hätte nicht gedacht, dass ich am Ende jetzt noch so ein bisschen grinsen kann oder was, aber freut mich natürlich trotzdem. Wir sind auch keinem böse heute, alles ist gut. Ich glaube, alle sind sehr, sehr glücklich und mir ist nichts aufgefallen bei dir. Du bist ein Fußballfachmann. Genau, alles klar, genieß den Sieg, ne? Ja, mach ich. Philipp Czauner bei uns. Philipp, überragende Torwartleistung, muss man eigentlich sagen. Du hast so viel rausgeholt, dass es eigentlich für uns zum Verzweifeln war. Da kann man nur enttäuscht sein am Ende, oder? Ja, riesig enttäuscht. Ne? Ich glaube, dass es ein super Beginn von uns war, von der ganzen Mannschaft. Und ich habe uns dann auch lange Zeit im Spiel halten können. Das war natürlich positiv, aber man hat gemerkt, dass hier ein riesen Druck entstehen kann. Und den sind wir dann einfach noch nicht gewachsen gewesen. Und dann haben wir verdient den Anschlusstreffer bekommen. Und dann glaube ich auch, das Unentschieden und die Niederlage im Endeffekt war ein bisschen schwer. Aber wir persönlich müssen einfach schauen, dass wir dann wenigstens mit einem Punkt nach Hause fahren. Das war ein bisschen zu wenig in der Situation, aber ja, die Enttäuschung ist riesengroß natürlich. Rausgekommen wie die Feuerwehr. Ich glaube, bei uns hatte sich noch gar keiner richtig berappelt. Die Leute hatten noch nicht mal ihren Platz gefunden. Da stand schon 2-0. War das der Plan eigentlich? Also wolltet ihr sofort raufgehen? Ja, unser Plan war, dass wir, wenn wir unsere erste Chance haben, dass wir die nutzen auf alle Fälle. Dass wir da wirklich ein bisschen Ruhe ins Stadion bringen und auch ein bisschen Struktur in unser Spiel bekommen und Sicherheit in unser Spiel bekommen. Das natürlich so gut klappt, war natürlich nicht vorherzusehen. Im Nachhinein muss ich sagen, war es für uns, glaube ich, ein bisschen schlecht, dass wir so früh in Führung gegangen sind. Weil Union dann relativ früh alles oder nichts spielen konnte und das hat uns dann nicht so gut gelegen und wir sind dann aus dieser Drucksituation, konnten uns dann einfach nicht mehr befreien und das ist schade natürlich. Ich hoffe, ihr konntet die Atmosphäre trotzdem ein bisschen aufsaugen. Ich glaube, ein Spiel, wie man es auch gerne spielt als Fußballer, natürlich will man immer gewinnen, ist ja klar. Ja. Dann kommt mal gut nach Hause, erholt euch ein bisschen und dann toi toi toi. Danke, danke, danke. Simon, da ist er, reingekommen, Tor gemacht, den Siegtreffer, perfekt, oder? So geil, ja. So ein Spiel schon mal erlebt? Weiß nicht, nach 6 Minuten, 2 individuelle Fehler, nächste 2-0 hinten. Ich glaube, wir mussten uns auch erstmal umgucken. Aber ich denke, wir hatten dann noch 10, 15 Minuten, wo wir nicht ins Spiel gefunden haben. Und danach haben wir uns gefangen mit den Zuschauern, glaube ich, zusammen Angriff auf Angriff gespielt. Und zum Glück noch das 2-1 gemacht vor der Pause. Und ja, ich weiß nicht, ist auch schwer dann für Pauli hier in der zweiten Halbzeit zu bestehen. Zwangsläufig fällt das 2-2 und am Ende ist es vielleicht ein bisschen glücklich, dass wir das 3-2 noch machen. Aber Samstag gewonnen, Länderspielpause. Also besser geht gar nicht. Ja. Wobei es zwischendurch ja fast ein bisschen zum Verzweifeln war. Philipp Czauner hat echt überragend gehalten, muss man ja sagen. Also so, dass man eigentlich schon dachte, wird schwer, da überhaupt einen reinzumachen. Ne? Ja, in der ersten Halbzeit hat man, glaube ich, schon viele Schüsse. Torschussverhältnis will ich heute nicht wissen. Aber ja, er hatte immer gute Reflexe. Zum Glück hat er am Ende ein bisschen nachgelassen, oder? So, dass wir dann das Tor schießen konnten. Und für dich, erster Treffer die Saison, so kannst es dann auch weitergehen, ne? Ja, für mich persönlich ist natürlich wichtig, Erfolgserlebnisse. Ich muss im Moment mich über Kurzeinsätze empfehlen, mit Toren ist natürlich noch besser. Perfekt, vielen Dank dafür. Toi, toi, toi für den Rest und genieß die Pause. Ciao.